Kann man die upgraden? Nee, die machen nicht upgraden. Wir machen jetzt einfach wie in 7 Days to Die so eine Mine irgendwo. Ja, Mann. Stripe Mining. Das Schöne ist ja, ich grab hier an einem Level, ne? Und alles, was oben ist, kommt trotzdem runter. Also ich grab mich da nicht irgendwie jetzt in diesen Berg rein. Oh Gott, wo tue ich die Waffe hin, wo ich die wieder finde? Hier oben vielleicht? Ist da was, weil das so hart ist? Die Steine hat man doch hier. Genau, die Steine sind hier. Ah, okay. So, okay, ich verstehe. Das Silber gibt es im Grunde immer nur unterirdisch im Schneebiom. Und die Windschlurruder soll einem eigentlich anzeigen, wo unterirdisch irgendwo weit entfernt die Silbervorkommen sind. Aber es ist jetzt bei wirklich gar nichts. Ich bin. Weiß nicht, entweder habe ich so viel Pech oder meine Silberrute ist Windschlurruder ist buggy. Yoshi, rüst du auch mal deine aus. Okay. Kann ich machen. Nicht, gibt also schon das zweite Schneebiom, bei dem das gesamten Weg nichts ist. Ja, ich geb's, kann sie auch mal geben. Ich laufe jetzt mal noch restlich den Weg hier ab, aber. Da haben wir einfach wieder so mega viel Pech wie damals mit dem Sumpf, mit dem richtigen kann Ding. Kann sein, dass wir einfach so übelst das viel Pech haben. Wäre natürlich. Ja, das sind die zwei größten Gebirgsbiome, die wir hier haben. Wenn das nicht zählt, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir ganz weit weg, um irgendwo anders ein ganz großes Gebirgsbiom zu finden. Vielleicht brauchen wir wirklich ein ganz großes, vielleicht kein so kleines wie das hier. Oh. Das wäre jetzt aber. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie häufig die vorkommen sollen, aber bislang habe ich jetzt halt auch noch nichts gefunden. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die so selten sind, weil du musst ja schon viel davon abbauen, dass du dir was machen kannst von. Ja, eben. No. Der Count. No, nein, der Count ist shaking. Leute, unsere Base wird angegriffen. Bitte keine Trolle. Bitte. Oh nein, es kommt Trolle! Oh shit, und es ist keiner da. Das ist natürlich toll. Was für eine Schneise Cabo hier reingedroschen hat. Aber gut, okay, gehen wir mal zurück zur Base. Fuck. Okay. Oh mein Gott, es sind viele. Ich hoffe, ich kann die Aggro ziehen. Super, ich hab's dir noch sagen müssen. Oh, ne? Oh, ich bin tot, ich hab vergessen, Buffo zu essen. Nein, ja, wie immer. Gerade in Ruhe am Craften ist. Ich find's halt übertrieben. Ich find's ein bisschen übertrieben bei Valheim, wie du ohne Buffo halt einfach gar nichts aushältst. Also, Buffo ist ja selbst, cool. Selbst mit hohem Level halt nicht, ne? Ja, einmal vergessen wieder. Du hast immer nur 25 Basis-HP, egal wie du vom Level bist, egal was du dir so ansonsten anziehst, wenn du kein Buffo hast, bist du. Ein totaler Lauch, einfach nur. Das ist wie mit, also irgendwie, bei Valheim ist wie, als wärst du Popeye, ne? So ohne Spinat und mit Spinat. Ja, richtig, richtig. Tja. Ich hoffe, die zerlegen uns jetzt nicht die Basis. Oh je. Dann wird wahrscheinlich der Fokus vielleicht doch eher mal drauf liegen, zu gucken, wohin. So, wo ist denn, okay, bis jetzt stehen die Trolle da unten gerade nur? Ja. Also eins ist auf jeden Fall schon mal, es ist auf jeden Fall nachteilhaft, so eine große Basis zu haben, wie wir sie hier haben. Was wir natürlich machen könnten, ist eine Basis, die ein bisschen komprimierter ist, aber mit mehreren Stockwerken. Ja. Ja. Oder aber wir machen eine Basis, die dann wirklich wie eine Art, also wie bei einer Burg, so eine Art Graben hat, mit nur einem einzigen Zugang. Das kann man natürlich machen. Dann kannst du so einen Graben ziehen, wie ich es jetzt da hinten im Schneegebiet hatte. Dann kannst du ja auch Wasserlevel machen, weißt du, und dann... Okay. Können die nur über den einen Weg rein? Der Angriff hat schon übrigens aufgehört. Ich verstehe diese Angriffe manchmal echt nicht. Toll, super. Da waren vier Trolle. Ich wurde irgendwie gekillt. Dann gehe ich zurück. Ich kill den einen Troll und auf einmal steht da hier. Was war's? Irgendwie The Fates Have to Shade oder so? Oder irgendwas in der Richtung. Auf einmal waren wieder alle weg. Ja, sollen wir dann wieder ins Eisgebiet zurück und weiter graben, oder? Ja, dann machen wir... Wir können weitermachen, das ist wieder safe. Also meine Spitzhacke ist noch gut, ich weiß nicht, wie es mit deiner aussieht. Hälfte. Sehr und, achso, dann gehen schon ein bisschen. Warte, dann gebe ich dir noch die Windschuhroute. Achso.
sehr komisch. Versuch du mal, ob du damit was findest. Die war bei Utility. Die ist mal diese blöde Waffut. Okay, Wünsche-Route. So. Achso, meine Poison-Resistance-Tränke, meine Heiltränke. Also ich stelle mir das halt einfach nur vor, so irgendeinem Boxkampf, Mann. Bist du einfach so der übelste Lauch und dann haust du dir einfach erstmal so eine Packung Bockwürsch da rein, ne? Und dann so. Achso. Ja, ja. Ist ja schön, dass du hier draußen irgendwas gerade findest. Das interessiert mich nicht. Da, da, da. Eine Items, ja, ja. Bin ja schon dabei. Dabei. Ich bin ja schon dabei. Shit. Der Nacken kann knacken. Ja. So. Gebe ich dir auf den Nacken, bitte gute Knacken. Mhm. Irgendwie ging das Sprinten auch schon mal besser. Ich warte aber halt an, bis er voll ist, ne? Mhm. So, man merkt echt, wie der Hirschboss-Buff fehlt. Ja. So. Ah, jetzt haben wir einen Trade-off. Geschwindigkeit oder mehr Defensive, ne? Defensive, das ist schon wirklich spürbar stärker. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ah, da ist er. Oh, Problem Gott, ist schon. Nur, wenn man One-Shot ist, bringt dann das leider auch nicht. Diese Straße. Krass. Gell? Okay. Alter, der Baum. Ja, du gräbst. Baust ab, dann kommt alles von oben runter. Jetzt habe ich gedacht, gehofft, dass da vielleicht irgendwo schon ansteht. Kann man sich gar nicht so richtig eine Mine machen oder sowas, ne? Nee, du bist auf dem Level und auf dem Level, wo du dann bist, das passt sich dann an. Also deswegen ist es dann relativ einfach, wahrscheinlich ja. Da auch ein Graben, um die Base darum zu ziehen. Ja, stimmt. Das ist ziemlich einfach, ja. Wenigstens haben wir eine Menge Holz vorgebracht. Kann gar nicht weiter rum. Ne, gar nichts. Ach ja, wie war das mit dem neuen Bogen? Haben wir nicht auch einen neuen Bogen? Ah, der Huntsman-Bow. Stimmt, neuer Bogen wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Hätte ich auch nichts dagegen. Na, das Schild machen wir erstmal in dem Material. Na ja, komm. Huntsman-Bow. Irgendwie ist das mit dem Silber deprimierend, Lisa. Ich jetzt haben wir schon so lange suchen müssen, um Eisen zu kriegen, ne? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch einfach nur übertrieben verhältnismäßig kleine Schneebiome hier und vielleicht gibt es irgendwo ganz, ganz große. Oh. Was ist denn da? Kann sein. Wölfe auf alle Fälle! Oh, den muss ich glaube ich hier recyceln, ne? Warte mal. Gut, ich würde mal sagen, gucken wir noch zu diesem kleinen Schnipsel, den es dann in der anderen Richtung gibt. Eine Vollständigkeit habe. Hä? Kann man den. Den beim. Oh, jetzt kommen aber da ein paar Wölfe. Den Pinewood Bow kann man nicht recyceln. Ich bring ein paar Freunde mit. Verdammt. Na, ich hab. Na ja, gut. Also, Werkzeug. Ach, guck mal. Noch einer. Also Wolfsfälle haben wir jetzt wirklich mehr als genug. Wir bräuchten halt bloß noch das Silber dazu. Dann könnten wir so schöne Rüstungen machen. Du meinst es bei dem Händler da hinten? Ja, so beim Händler und ganz im Süden ist auch noch ein ganz kleiner Fitzel. Und wenn an diesen beiden Orten nichts ist, haben wir wirklich ein Problem. Dann müssten wir woanders suchen gehen, ob irgendwo noch Eisbiome sind. Hat hier jemand angefangen zu buddeln? Ja. Du hast sogar angefangen, oder? Ich habe jetzt einfach gedacht, jetzt da nochmal versuchen, aber. Ich sehe gerade, ich. Ja, gut, okay. Ganz ehrlich.
Selbst wenn mein letzter Frosttrank bis dahin ausläuft, die Schneebiome da unten sind so klein, stimmt, dass du einen Schritt rüber gemacht. Ich hab noch dabei, ich kann dir dann abgeben. Ich kann dir da einen abgeben. Ich hab genug mit. Okay. Feuer, aber diese beiden Biome sind eh so klein, da sind auch Schnee. Distin ist das Hauptproblem. Wir bräuchten Distin für die ganzen Resistenztränke. Yep. Ich kann da mal ein bisschen ausschalten. Wir können da an sich mal ein bisschen ausschalten, aber auf dem Weg irgendwo ein paar Disteln aufploppen, aber. Naja, halt nur ja, rein theoretisch, ja, das sind wir ja unterwegs. Ich glaube, da vorne sind sogar welche. Ja, das ist das. Das ist gut, das ist gut. Was ist denn das? Ach, der Stone Cut. Ha! Okay. Opfer. Da oh, ja, Stein sind wir auch schon. Da sind welche, ja. Ups. Knusper. So. Sehr, sehr, sehr viel Crafting heute. Oh. Und Schmelz. Ach, warte mal, das bist du gar nicht. Hallo, Grauzwerg. Ja, Ortwin, ich hab verstanden, du kannst jetzt aufhören, mich zu schlagen. Ja. Oh ja, ein bisschen weiter oben kraulen. Ja, 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 da. Oh, Moment mal, mit wem redest du eigentlich? Ja, mit dir. Ich bin doch gar nicht in deiner Nähe. Ort? Moment mal. Disteln. Ja, das wäre praktisch, die anbauen zu können. Auf jeden Fall. Dum, dum, dum. Und dann, ja, und als NPCs, wenn du dir welche holen könntest, dann noch so einen Gärtner, der dir dann heimlich deine ganze Belegschaft wegmeuchelt. Das wäre so lustig, wenn die noch ein bisschen Rimworld mit reinbringen würden. Dass du so plötzlich NPCs mit eigenen Charaktereigenschaften drin hättest, die plötzlich irgendeinen Bullshit bauen, je nachdem. Grimm, das gab's ja in Rimworld. Ja, ja. Ja. Fressattacken. Hier sind noch Disteln. Je nachdem, welche Modifikationen dann man dazu noch hatte, war das eine relativ hässliche Angelegenheit. Ich habe auch schon ewig nicht mehr vorbeigeguckt bei dem Spiel. Bei Rimworld wurde ich leider noch nicht ganz warm, aber ich bin mir sicher, das macht immer Spaß, wenn ich einmal drin bin. Das ist ja ähnlich wie hier dieses Don't hier mit Oxygen, Oxygen-Gedönse, wie heißt es? Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Ja, genau, not included, genau. Oxygen, included, genau. Ja, also mit Rimworld ist auch so, ich habe einiges zu gesehen, ich kenne das Spiel an sich, aber ich habe es auch noch nicht gespielt, eben einfach, weil... Ja, da muss man erstmal, an sich habe ich so ein kleines bisschen immer so eine Einstiegshürde bei Spielen, bei denen du dich erstmal eine ganz gute Weile einlernen musst, bis es richtig losgeht. Genau. Richtig. Das ist halt bei RIP, das war ja mein großer Fehler damals und dann habe ich bei Oxygen Not Included, RimWorld habe ich das ja gut gemeistert, aber ach ja, das andere, ich weiß nicht. Und dann fehlt einem irgendwie der Draht dazu. Wobei ich mir jetzt eine Mod mal runtergeladen habe, eine Challenge-Mod, die richtig cool aussieht, aber es ist natürlich gleich mal so Hardcore-Gaming dann mal wieder. Meintest du Utwinde Panda? Ich weiß nicht, ob ich schon mal beantwortet hatte, ich war vorher nicht da. Ich habe gar nicht in den Chat geschaut bis jetzt. Also, ach so? Ich habe extra noch gefragt. So, da haben wir Eis. Bitte, bitte fang jetzt an, bling, bling, bling zu machen oder so. Piep, piep, piep. Könnten witzig sein. Warte mal. Wir brauchen Würstel und wir brauchen... Ach, alles. Ja, Wald haben wir noch halbwegs. Wow. So, jetzt sind wir drin. Ja, ja, ja. Also erstmal diesen Berg hochkommen. Aber warum ist das so klein, wie das Biom eigentlich ist, so hoch ist es dafür? Der Wahnsinn. Ja. Oh, ich glaube, ich brauche langsam mal eine Einschmelzpause hier. Und dann sofort rein, halt oh, brauchst hier. Du jetzt noch einen Trank? Meiner hält jetzt noch eine Minute 50. Das sollte reichen für dieses Mini-Biomchen. Okay.
Aber bis jetzt immer noch kein Anzeichen, ne? Ne. Ich blinke nicht, ich blinke nicht, ich blinke nicht. So, ich gucke jetzt auch mal gleich mit. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause hier von dem ganzen Einstürzen. Heilige. So, will ich noch irgendwas mitnehmen? Jetzt teile ich trotzdem schon mal vorsichtshalberweise. Ja, ich müsste eigentlich passen. Das Ding, Schild, Rüstung. Und nicht wegschmeißen. Ja, genau, das kann man wieder da rein. Ach, der ist noch am Leben! Ja, so. Ich hab grad auf Foot nachgeladen, bevor mich one-shot oder so. Pfeile noch weg. Gut. Es sieht aber schlecht aus. Aha. Dann nochmal fix zum Buffut und dann geht's los. Praktischerweise kannst du dann vorne beim Händler raus, Yoshi. Ja. Achso, jo. Gar nix. Wahnsinn. Okay, dann haben wir bloß noch die eine im Süden, ganz im Süden, hinter dem Händler. Und wenn da nichts ist, dann gibt's nur, müssen wir unser Glück woanders versuchen. Nein. Das war Winchelruder, muss ich ja noch mitnehmen, ne? Winchelruder. Boah, das ist. Boah, Mensch, ich. Also solche Momente in Spielen, das ist so wirklich so ein. Ugh. Das ist halt so eines der Nachteile. Ich meine, RNG erstellte Welten sind natürlich richtig cool. Vor allem bieten sie halt wirklich jedes Mal ein neues Abenteuer. Aber das größte Problem an RNG ist halt, wenn der gesamte Verteiler dafür, für die verschiedenen Ressourcen oder so, jetzt nicht darauf abgestimmt ist, dass gesagt wird, okay, es gibt immer in Spielernähe zumindest eine gewisse Menge Grundressourcen, die vielleicht essentiell sind, sondern es ist wirklich komplett random wie in Valheim. Da kannst du wirklich das Pech haben, dass du einmal um die halbe Welt fahren musst, um hier entweder diesen Eisen-Dungeons zu finden oder eben überhaupt an Silber zu kommen. Ja. Das ist schon heftig. Aber, ja, echt keine Tränke mehr? Ich meine, ich finde es ja. Ja. Ich hoffe, ich habe kriegst du über. Ich habe nämlich nichts mehr. Ich habe noch ich glaub, 6 Stück. Okay, gut. Gut. Ich find's halt nur echt, dann kriegst du in dem einen so viel, dass du zu viel hast. Ja, genau, dieses eine Biom, wo plötzlich 4 oder 5 von diesen Dungeons sind und die anderen, die direkt bei uns auf der Insel. Wahrscheinlich ist es wie bei uns hier auf der Insel. Bei uns auf der Insel war ja auch nichts an diesen, obwohl Sumpfbiome da waren, an Dingen, sondern nur auf anderen Inseln plötzlich kriegen wir, wie bei Sumpfbiomen plötzlich die Ressourcen, die drin sind. Das ist genau richtig. Vielleicht ist es sogar gewollt vom Design, dass auf der Stadtinsel, wo du bist, keine Spezialsachen sind. Das wäre gemein. Das kann sein. Oder wir haben einfach echt mega Pech. Mega Pech. Wie es der Frau geht, was die Frau macht. Die Frau schaut sich heute ihre Donnerstags-Session an. Ihr geht soweit ganz gut und wird morgen dann den Beta-Chip von Microsoft final kriegen. Achso. Ich verstehe, ich verstehe. Wir haben da ich habe ihr letzten Video dann gezeigt von. Ja, ich glaube von ARD, CTF ist das, wo das alles rausbringt. Die machen das richtig gut. Und dann hat meine Frau gesagt: Das kannst du doch den Leuten nicht zeigen. Es gibt doch immer wieder diese Idioten, die das glauben. Ja, und? Ich sagte es, ich mache das. Ich ziehe Handschuhe an, wenn ich dann das nächste Mal einkaufen gehe. Und wenn es dann ans Bezahlen geht, steckt im Handschuh die Geldkarte. Und dann sage ich, oh, supi, Microsoft-Chip funktioniert. Was du auch machen sollst, du musst so einen Metalldetektor mitnehmen und dann die Leute abscannen. Ah, wenn nichts blinkt, so, ah, sie sind halt nicht geimpft, alles klar. Piep, 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 ah, okay. Piep, 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 piep. Ach, da ist die Metallplatte. So, Ich fand das ja so cool, wie mein Arbeitskollege das mal erzählt hat, wie da diese Anti-Corona-Märsche durchgegangen sind und die so maskiert waren bis zum geht nicht mehr, aber den einen trotzdem erkannt hat, ne? Und dann angesprochen hat, die ganze Zeit ihm den Namen hinterhergerufen. Hey Horst, bleib doch mal stehen, Horst. Und dann noch den ganzen Namen dazu gesagt, bis er sich dann irgendwann rumgedreht hat. Und er so, halt doch die Klappe, soll doch keiner wissen. Entweder A, ich stehe dann dazu, wenn ich schon bei solchen Märschen mitmache.
Oder B, ich lasse es einfach sein. Eben. Ich fand das so. Klasse. Oh, Mann. Der ist ja auch etwas bekannter in der Stadt. Eieieiei. Das war lustig. Also nicht für ihn, ganz klar. Ja. Da ist er aber schon. So. Weißt du, siehst du einfach so einen vermummten Typen so. Also meint man, sind sie nicht das Horst Seehofer? Was machen sie da beim Protest dabei? am besten irgendeinen von den Politikern, der mit auf hier Lockdown und sonst irgendwas beruht, und dann macht er einfach mal den Anti-Corona-Protesten mit oder so. Was machen sie denn hier? Was denn? Nicht genau einkaufen. Gut, okay, ich meine, ist jetzt auch nicht so viel anders als manche Politiker, die auch immer wieder sagen, immer Maske aufhalten, und dann sieht man die immer wieder Aufnahmen von denen, wie die überall ohne Maske sind oder sich private Friseurtermine holen, obwohl die Friseure alle zu haben, und man einfach denkt so, okay, ja, alles klar, natürlich. Der Adel ist ja natürlich, für den Adel ist ja natürlich, sind die Regeln natürlich anders. Die sind ja, so in dem Elfenbein Turm und die leben ihr Leben trotzdem weiter, so schön, wie sie es wollen. Es gab doch irgendeinen, der sich ständig aufgeregt hat, warum die Leute was gegen den Lockdown haben, ist doch total okay, zu Hause zu sein, und dann irgendwie ein paar Wochen später wurde der doch auf Mallorca erwischt oder so, wieder auf Mallorca Urlaub gemacht hat. Das ist halt langsam echt ein Meme, Alter. Das ist auch bei dem einen anderen, hier, der eine, der richtig für Verkehrsbegrenzung hier war, ich glaube der Verkehrsminister oder so, keine Ahnung, übelst geschrien, ja, immer 50, und dann ist er selber irgendwie durch die Ortschaft mit 80 gefahren, und die Ausrede war, ich hatte eilig, Punkt. Achso, ja klar, natürlich. Naja, so sind sie ja. Deswegen ist ja okay. Da habe ich aber auch schon nochmal was gesehen beim reellen Irrsinn. Da haben sie eine Straße begrenzen wollen, die Bürger. Aber der Stadtrat, der Oberste, der hat gesagt, nein, das machen wir nicht. What the fuck? Ach, da war ein Troll. Der hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Das Lustige daran, der Stadtrat selber, der hat gar keinen Führerschein fürs Auto. Aber er will die Straße, dass die weiter ist. Weißt du, dass halt zügig dort vorbeikommst, was total gar keinen Sinn macht. Alles klar. Und dann so Leute, brauch ich keine Feinde mehr. Nee. Achso, ich muss warten auf die Tränke. Oh, aua. Nein. Oder da haben sie hier so in der Gegend. Es sah schon ein bisschen her. Alter, was ist denn das für eine Sau, so jetzt? Warum kommt mein Inventar schon wieder nicht rein? Wegen dem Ruin-Ding hier. Muss ein Stück weglaufen. Ruin hier. Also, hier einmal unten. Ja gut, nehme ich auch einen, ja. Such ihn! Yeah. Oh, gut. Oh, hast du mir sogar nichts weggegeben, cool. Also mein Wünschelding ist. Ja, mein Wünschelding ist drin. Bis jetzt hat noch gar nichts gepiept. Moin, Alex! Also okay. Moin! Vielleicht sind die ja irgendwie kaputt, weil das stimmt, die haben den ganzen Tag noch nicht ausgeschlagen, egal wo, ne? Ja, das ging bei ihr relativ fix. Sie hat den Anruf von ihrer Hausärztin damals bekommen, ob sie jetzt mittlerweile schon den Termin hat. Hat sie gesagt, sie hat schon den Code, versucht sich da irgendwie durchzuwühlen, dann hieß es, nee, braucht sie nicht, sie kann bei ihr vorbeikommen. Blöden Wünsche, das gibt's nicht. Das ging richtig fix. Das hat mich gefreut. Ja. Eine Sorge weniger. Ich habe auch fast das Gefühl, dass es irgendwie verwandt ist oder so, weil wir sind jetzt alle, das ist das letzte von unseren, alles durchgegangen, nirgendwo ist was ausgeschlagen bis jetzt. Aber wir wissen noch gar nicht, ob die Mechanik so funktioniert. Also es kann ja sein, dass es vielleicht irgendwie kürzlich gechanged wurde oder so. Aber ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ja, was willst du denn sonst machen? Willst du dich jetzt einmal durch den Berg graben oder was? Klar. Ja, viel Spaß. Nein, ich rutsch. I'm digging a hole. I'm digging a hole. Also, wenn hier oben zumindest das keine Steine wären, sondern Silber. Aber... Also, ich habe gelesen, dass es hauptsächlich dieses unterirdische Vorkommen, was man mit der Mundschluckrute finden soll. Es soll aber vereinzelt auch selten oberirdische Vorkommen geben von Silber. Aber kann das sein? Stimmt, aber oberirdisch haben wir doch, glaube ich, sogar eine gefunden, eine Erzader. Habt ihr die abgebaut? Haben wir? Ich glaube, wir hatten mal eine gefunden, wo Silber davor stand. Echt? Ich guck grad nochmal. Ja, ich guck hier mal alles durch. Ich hoffe, die ist es einfach nur so weiß? Ist es hell? Ist es eher dunkel? Ist es ein großer Klumpen? Ist es ein kleiner Klumpen? Silber ist er blau, grün, gelb?
Orange, lila, pink? Pink Camouflage. Ich habe die Welt pink Camouflage gemacht. Also ich habe hier ein Bild gefunden davon, aber... Ja, Alex, wir finden irgendwie kein Silber. Guck mal, Alex, wir waren jetzt, also wir sind jetzt hier, absolut nichts. Dann war Utwin und Kabu schon hier in unserem größten Schneebiom. Nichts. Und dann waren sie hier auch schon, auch nichts. Wir sind gerade ein bisschen verzweifelt, was Silber angeht. Bald auf die Warteliste. Die Wünschelrute haben wir drin. Ja, ich habe hier mal ein Bild gefunden von dem Wiki-Eintrag, Silber above ground. So sieht das aus, das ist ziemlich nichtssagend. Bei mir wird es noch dauern, bis ich mich drauf setzen kann. Mist. Auf so einen kleinen Schneehaufen braucht ihr kein Silber suchen. Oh, also muss es schon eine anständige Größe haben. Also, das ist wieder Kacke. Das ist doch einfach blöd. Aber ist das jetzt auch hier zu klein, Alex? Guck mal hier oben. Das Biom ist auch zu klein. Nee, oder? Oh Gott, haben wir echt so viel Pech? Hatten wir dann bislang. Nee. Eins muss man aber sagen, wenn man einmal Silber findet. Ja. Dann ist es ordentlich. Weil ich poste es euch mal. Ja. Das ist ein ausgegrabenes. Machst du denn die Gruppe, oder? Ich mach's wieder in die Gruppe. Aha. Mann, wo ist das Bild hin? Ups. Nein, muss man wie Sinn geklickt. Da. Ich finde das jetzt aber. Das ist ein gesamter ausgegrabener Silbervorkommensblock. Oh, der ist groß, ja. Ja. Dann lass mich das mal angucken. Wenn man sich so eine Wurst mal ausgräbt, dann hast du erstmal, ich glaube, da hast du deine 100 Silber oder so oder mehr. Voila. Da oben sollte eigentlich groß genug sein, aber sucht mal einen fucking hohen Berg. Ich meine, der Berg ist fucking hoch eigentlich. Also hier. Der ist hoch, ja. Ich meine, wir können ja mal. Wir können einfach mal durchgraben. Ich wollte gerade sagen, ich kann mal ein kleines bisschen vielleicht in den Berg. Wir gehen dann nach hier unsere Spitzhacke wieder reparieren. Von daher können wir da jetzt einfach einmal eine Schneise durchgraben. Es geht sogar relativ schnell mit der Schneise, merke ich gerade. Ich bin hier ich bin schon fleißig dabei. Also nur mal so, nicht, dass unsere Wünschelding wirklich irgendwie putt ist, das wäre jetzt ärgerlich. Oida, wie schnell geht das hier durch? Heiliger Sinn. Prunk. Muss noch mal kurz. Okay, bis gleich, Alex. Bibi! Oh, Mist. Jetzt geht's nicht mehr voran. Ah! Ja, hin und wieder ist es so ein bisschen. Je tiefer du reinkommst. Ja. Naja, aber hier ist wirklich. Also hier plöppt kein großer Stein auf, so wirklich. Ich seh's kommen. Irgendwann fällt mir ein Stein auf den Kopf. Ich seh's kommen. Der kommt dann von oben runter, ja. Wenn da oben ein Stein ist oder ein Berg. Oh no. Nee, ich glaube, wir haben einfach echt Pech. Scheiße. Das heißt, wir müssen uns noch ein richtig fettes Schneebiom irgendwo suchen. Also am ehesten testen können wir die Wünschelrute nochmal im Sumpf oder bei einer Nebenquest. Wenn sie da auch nicht geht, dann ist sie wirklich buggy. Wenn sie da geht, dann... Naja, also im Wald habe ich schon einige Male blinken sehen. Also gehen tut sie auf alle Fälle. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich mache hier so eine riesige Schneise und ich habe 7 Steine. Was? 7 Steine und hier, das sind kleine Steine, Kieselsteine quasi. Nein, ich muss mich in Ruhe. Okay. Ich mach dir jetzt meine Schneise, ich mach die noch tiefer. Also so farmt man schon mal keine Steine. Effektiv, ich merke schon. Oh mein Gott, da kommt ein Stein runter. Oh. Ich glaube, der tut mehr weh als ein Baum, war. Aber nur wenn er dich auf den Kopf trifft. Testen wir lieber nicht. No. Okay, meine Schneise ist beendet. Kein Silber. Ich meine, ich mache die Schneise gerade noch tiefer. Okay, bei mir ist die Spitzhacke hinüber. Ne, es sieht echt einfach aus, als wäre Pech. Verdammte Mist. Das heißt, wir müssen wirklich außerhalb unseres Bioms noch auf Suche gehen. Das Eis fürs Erschlagen eines anderen mit einem Baum steht noch. Okay. Ich werde es bemerken. Das ist ja mies. Oh, hier liegen ja Steine. Nom. Nicht gleich. Sofort gut, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bring mir Eis. Aber wo gehen wir denn da noch hin? Ich meine, wir können mal die anderen Inseln erkunden. Wir haben da unten noch ein Portal.
Ach scheiße, aber wir können das Silber wieder nicht durch ein Portal bringen, ne? Ah, du hast es erfasst. Ja, das heißt, wir müssen das Silber abbauen und es dann per Schiff... Egal, wir müssen aber noch nicht das Schiff mitnehmen. Wir können erstmal erkunden ohne Schiff, weil dann auf der einen Insel eh kein Schneebiom ist, dann ist das ja wohl schon. Ja, stimmt. Wir können, was man natürlich machen könnte, ist entweder beim Knochen, ja, beim Knochenhans unten, ne, können wir einmal die ganze Insel ablaufen und einmal ablaufen und dann mal wirklich. Und das Schöne ist, da wir uns jetzt auch Maps sich teilen, können wir uns auch aufteilen. Einer geht Linksküste lang, andere geht Rechtsküste lang und einer geht lang. Oh, endlich können wir mal mit einer Teamarbeit eine Map aufklären, ey. Ich glaube, wir hätten so einen 8er Suchtrupp mit Spürhunden noch oder so. Ja. Da hinten ist der. Okay, ich geh mal eben noch zum Swamp und schau mal, ob meine Windelrute da funktioniert. Da könnten nämlich noch Schätze sein. Wenn ja, dann Pech.